Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zurück zu Björn Holmer am Sonntag. Ist ja schon der zweite Teil heute. Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, ruhig nochmal reinschauen. Da haben wir ja dann die Schafe versorgt, ne? So. Nochmal ein bisschen sauber hier zum Abend. Ja, komm, das reicht noch. Fand ich jetzt übrigens bei diesem Update vom Mietmod ganz geil, dass du, wenn du dir was mietest, die Traktoren vorher sauber machen musst und die Maschinen. Ansonsten musst du 100 Euro Aufpreis bezahlen. Ne? So, pass auf, was ich jetzt mal machen wollte, auf jeden Fall, bevor ich es wieder vergesse, den Kuhbestand nochmal ein bisschen erhöhen. Und zwar... Ich würde ihn gerne verdoppeln, aber ich glaube, es geht jetzt nicht. In dem Zuge müssen wir auch mal ein Feld anlegen, was nur als Wiese dient. Da müssen wir das mal ein bisschen automatisieren können. Habe ich zwar schon, ja, oder wir kaufen das zweite am Hof dazu. Ist nun mal eine ziemliche Gurkerei von da hinten, finde ich. Ne? Als wenn wir jetzt wirklich mal irgendwie was in der Nähe hätten. Vielleicht auch mal nicht schlecht. So, das nervt echt. Noch Geld? Boah, wie das Geld weggeht. Okay, das muss reichen. Ich kann den auch mal sauber machen. Gucken wir mal gleich, was das eine Feld kosten würde, was hier hinter der anderen Wiese steht. Dann können wir natürlich ein paar Kosten sparen. Ne? Wir müssen nochmal die Holzausrüstung überholen, damit wir an der BGA den Baum da mal wegkriegen. So. Da sind sie auch schon viele gute Dienste erwiesen. Okay. Dann bringen wir mal den Grubber wieder weg in Position. Ich glaube, da werden wir gleich mal die Nacht überspringen. Okay. Der kommt ja hier hin, ne? Jetzt gucke ich erstmal, was das Feld denn kosten würde. Das dürfte ja nicht so teuer sein, wenn ich jetzt das dazu nehme. Ja, das Feld dann hier hinter, und zwar die Nummer 25. Was habe ich denn da eigentlich gesehen? Was ist denn das? Das ist doch dann Feld Nummer... Welches ist denn das? 30. Feld Nummer 30. Ach, Raps. Okay. Und auf 38 ist Gerste. Oder gar nichts. Ist da gar nichts drauf? 38? Das ist ganz oben, ne? Was müssen wir da? Können wir da eventuell mal eine Kartoffeln pflanzen? Habe ich auch noch nicht gemacht. So, das könnten wir dann verbinden. Aber es geht da hinten so weit raus. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen doof. Das heißt, es wird gar nicht so billig sein, wie ich dachte. Preis. $39.000.
Ja, die Frage ist jetzt, wie gesagt, gucken wir das mal von oben an. Von der Form her. Überzeugt mich das ehrlich gesagt nicht. Da gibt es jetzt bessere. Zum Beispiel. Was wäre denn mal ein gutes Wiesenfeld? Feld 23, ne? Wäre nur wesentlich größer. Oder halt dementsprechend Feld 27 würde ich, glaube ich, ganz gerne nehmen. Das würde mir jetzt besser passen, persönlich. So, die BGA hört gleich auf zu laufen, das heißt, wir gucken gleich mal rüber. Wir könnten auch natürlich fürs Holz den Anhänger hier mitnehmen. Der ist ja auch fürs Holz geeignet. Und da dann kleinere Stücke machen und die dann verkloppen. Aber da passt der ganze Dings wahrscheinlich auch nicht drauf. So, den parken wir später nochmal ein. Die müssen logischerweise auch noch nach Hause. Jetzt gucken wir mal zu BGA, wie es aussieht. Ah, 15 Tonnen, ne? Was war denn jetzt mit dem hier? Das haben wir jetzt noch nicht zugemacht, ne? Bisschen Angst, dass es mich verfault, ehrlich gesagt. Dann machen wir das hier erstmal leer. Ja, da wollte ich ja noch warten bis zur nächsten... Bis zum nächsten Ernte. So, wird das hier jetzt erstmal näher gemacht. Und dann fahre ich auf dem Rückweg gleich mal hier rüber. Ein bisschen verdichtet gleich. Immer noch unsere Rüben, ne? Leer kriegen. Warte mal, habe ich jetzt irgendwie in der Zeit beschleunigt oder so? Das habe ich jetzt auf fünffach. Da kann ich auf 60 gehen. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. So. Dann kommt gleich um 0 Uhr auch wieder Geld rein, ne? Die Milch. Machen wir den Bunker nochmal voll. Der springt ja dann morgen früh um 8 wieder an. Ich glaube, da geht weniger rein als auf der Belgic Profonte. Ich meine, Belgic Profonte haben wir fast 50.000, glaube ich, da drauf. So, hier nochmal ein bisschen. Aber ich denke mal, das Ding hier ist schon komplett verdichtet, wie der aussieht.
So. Voll? Ja. Ja, guck mal, da geht noch nicht mal 30 Tonnen rein. Oder 30.000 Liter. Wie auch immer. Gut, dann wird er hier geparkt. Oh, echt eine schöne Kiste, ne? Fällt mir noch sehr gut. Ich fahre sehr gerne mit, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Hier ist alles ruhig. Ich meine, den könnten wir eigentlich auch mal wegpacken. Der steht hier eigentlich auch doof rum. Aber dann schaffen wir wieder nichts, ne? Ja, so, dann schalte ich den mal und verladen nochmal eine Runde Holz. Damit Geld reinkommt und wir vielleicht das Wiesenprojekt noch in Kürze machen können. So. Puh, passiert da drauf überhaupt? Tiefste Nacht mittlerweile. Ich weiß nicht, ob der Anhänger nicht ein bisschen ungünstig steht. Wieso hatten wir jetzt nur noch Heckleuchte an? Warte mal. Dann nicht beides? Ja, nur entweder oder? Komisch. Ach, und der ist hinten gar nicht offen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Das ist ja fast alles länger, ne? Ich glaube, da müssen wir einen LKW bestellen. Dann macht das jetzt hier keinen Sinn mit dem Kleinen. Dann würde ich den jetzt mal zur BGA schicken wollen. Oder wir machen das da auch mit dem LKW, wäre auch eine Möglichkeit, aber ich habe da keine Poltergabel, glaube ich, ne, für den Radlader, wenn der in der Nähe ist. Das ist natürlich auch schade. Aber ich misse mal die Zeit wieder runter, YouTube. So, fahren wir wieder komplett runter und ich werde die nochmal so beschleunigen. Quatsch. Hier ist die ganze. Okay, guck ich mal unser Konto an. Das ist doch schön, oder? Das ist alles von der BGA noch. Könnte aber noch ein bisschen später sein. So. Das ist eine vernünftige Arbeitszeit. Tja, und da ist jetzt die Frage. So, ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Feld. Wo ist das Geld dann? Nehmen wir das Feld 27. Das ist auch ein bisschen weiter weg von der Straße. Da können wir gut drehen. Das passt ganz gut. Ist auch nicht so weit zum Dings. Ja. Feld 27 wird eine Wiese werden. Ne? Und was wir auch noch machen, wir werden oben auf dem Feld. Wo ist es denn? Da ist der Hof. Da Feld 38, da werden wir mal Kartoffeln ansehen. Na, da haben wir auch nochmal Kartoffeln. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz cool. So, da muss ich aber auch gleich die Seemaschine mitnehmen. Hatten wir nicht auch eine große Seemaschine? Wir hatten. Ich muss gleich nochmal durchgucken, was wir überhaupt haben. Doch, wir haben eine große hier, die. Ich meine, der ist dann ruckzuck damit fertig. Ich glaube, das machen wir. Oder wir schicken den Kleinen drüber, aber ich meine, der große Traktor hat eh gerade Zeit, ne? Oder? Brauchen wir den für was anderes? Na komm, dann macht der jetzt hier.
Der macht die Fliesen. So, um die Kartoffeln, um die einzusehen. Da gucke ich gleich mal, was die Legemaschine kostet, die einfache. Da musst du auch auffüllen. Der Hintergrund ist einfach der, dass wir vielleicht mit den Kühen noch weiter aufstocken können. Und ja, dann zumindest mit dem Gras das ein bisschen da automatisieren können, dass wir nicht ewig am Wenden sind und hin und her, sondern dass das so wirklich eine Automatisation ist. Gut, das Feld 23 jetzt. Na, welche sind jetzt größer? Das 27 ist einfach größer. Wenn du da echt eine Aktion machst, dann hast du erstmal Ruhe, ne? Ist das ein großer Tag und hast da einige Ballen dann rausgehauen. Das Schöne ist ja, dass wir die Ballen direkt einstreuen können, dass wir also nicht verpflichtet sind, alles mit dem Ladewagen zu holen. Meine, klar, können wir auch mal nochmal machen, aber das Doofe ist ja hier, du kannst das Gras nirgends lagern. Ne? Schön nebeneinander, ist auch was Tolles. Müssen wir es probieren. Könnte fast sein. Na, zumindest kann der anfangen mit dem Feld und dann müssen wir Mist, das geht doch wieder nicht. Ist das andere, ist das denn eine Direktsaat oder das ist Direktsaat. Ja gut, dann hat sich das hier erledigt, weil das Feld hier ist nicht gegrubbert. Dann haben wir den wenigstens mal aufgefüllt. Also, ne, hier kommt dann Gras hin. Machen wir mit dem großen Deutz halt. Mit der großen Seemaschine. Und er könnte eigentlich mal die Kartoffellegemaschine holen. Was kostet das Ding? Kartoffel. Habe ich denn. Von Mods werde ich da wahrscheinlich nichts haben, denke ich mal, ne? Nee. Na, Kartoffelernte.
Das hatten wir schon mal gemacht, oder? Gibt es das gleich auch für die Rüben? Ja, das gibt es auch für die Rüben. Nee, wir hatten eine Rübenernte gemacht. Oder aber, ja, könnt noch mal eine schöne große Aktion machen hier mit den Dingern, dass wir dann noch ein Feld uns vielleicht holen und das vollknallen. Aber wieso gibt es das eigentlich nicht für die Rüben, so ein Ding? Für Kartoffeln. Das waren ja die noch. Kann der Kartoffeln? Ne, der kann nämlich auch nur Rüben, ne? Und hiermit kannst du aber. Okay. Tja, der wird mich natürlich vom Preis hier auch nochmal interessieren. 100.000 bist du dann dabei. Und das war dann unter diverse, oder? Wo ist der drin? Nee. Traktoren? Oder LKW? Nee, LKW müsste der ja sein. Pustekuchen. Wo ist denn die Kiste? Ist doch kein Traktor. Wüsste nicht, was ich immer. Doch, da ist er. Der Holmer. Natürlich auch einen guten Preis. Egal, dann sparen wir erstmal. Machen jetzt mal eine kleine Kartoffelernte auf dem Feld wie geplant. Und ja, würde ich das auch nur mal mit dem Traktor ernten oben dann, ne? Dass wir uns dann das für die Kartoffeln ausleihen. Und nochmal ein Feld kaufen, ein großes, wo wir dann nochmal Rüben draufballern. Auch wobei jetzt natürlich Rüben noch en masse haben, aber. Hätte ich, glaube ich, noch mal Spaß dran. So eine richtig große Rübenernte. Mit dem Holmer DLC, ja. Also bin extra hier rausgekramt und aufgefüllt, aber naja. Was soll's? Ist halt manchmal so. Ein bisschen doof finden, dass man jetzt noch nicht mal sieht, ob das obere Feld jetzt gegrubbert ist oder nicht. Wir da auch wieder extra hingucken müssen. Um zu gucken. Aber naja, da geht's dann nächsten Sonntag weiter. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.